Viele von euch erinnern sich ja vielleicht noch an den Kühlschrank, den ich euch vor ungefähr einem Jahr vorgestellt habe. Das Ding, welches hier in der Seite eingebaut wird. Da habe ich schon damals gesagt, dass dieses Produkt wahrscheinlich so das mit am meisten genutzte von mir sein wird. Ein Produkt, wo ich bis heute, jetzt vor allem wir haben wieder Sommer, eigentlich auch fast jeden Tag drauf zurückgreife. Aber auch damals wurde schon perspektivisch festgestellt, es soll einen neuen Kühlschrank geben, noch größer, noch kälter, noch moderner. Und das testen wir heute aus. Ich habe alles hier ausgebaut. Ich habe den alten Kühlschrank ausgebaut. Ich habe hier den Subtrunk leer gemacht. Denn hier kommt heute der Subtrunk Kühlgefrierschrank rein. So eine Mixtur aus Eisfach und Kühlschrank. Soll wohl bis zu minus 22 Grad runterkühlen. Das über einen 12-Volt-Anschluss. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe das Ding hier unten. Ich würde sagen, wir packen die Kiste jetzt einmal aus, bauen das Ding ein und dann testen wir mal, ob der wirklich auch gefrieren kann. Was für mich sehr ein interessanter Punkt ist, mit Eis durch die Gegend zu fahren. Ich würde sagen, das schauen wir uns in diesem Video mal an. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn auch wie beim letzten Mal wird es für dieses Produkt eine besondere Aktion geben, wo ihr im Prinzip nochmal extra ein kleines Goodie beim Kauf abstauben könnt. Also ab geht's. So, hier haben wir nun den Karton. Das ganze Ding wiegt 18 Kilogramm, wenn ihr den zu euch nach Hause bekommt. Und ich würde sagen, wir machen den einfach mal auf. Wie immer freundlichst zur Verfügung gestellt von Teslabs. Da habe ich ja auch den anderen Kühlschrank schon her. Und dementsprechend freue ich mich auch, dass wir da dieses Jahr nochmal was zumachen können. Okay, ja toll, wir haben eine Box in der Box. Perfekt, das sind immer die richtigen. Dann würde ich sagen, machen wir diese Box einfach auch nochmal hier drinnen auf. Jetzt sagt mir nicht, hier ist noch eine Box in der Box. So, hier haben wir so eine Art Transportschutz. Gehe ich mal davon aus. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, dieser Kühlschrank kommt aus Deutschland zu euch geliefert, ist also in wenigen Tagen dann auch bei euch vor Ort, wenn ihr euch dazu entscheidet, den zu bestellen. Und hier haben wir auch schon das gute Stück. Und ja, okay, viele von euch haben den sicherlich schon mal irgendwo gesehen auf Social Media. Das Ding ist riesig. Der ist ja wirklich riesig. Ich würde sagen, ich heb den einmal hier raus, setze den mir erstmal hier in den Kofferraum und dann gucken wir uns das Ding erstmal in Ruhe an. So, hier haben wir dann das Teil einmal ausgepackt und ich muss so auf den ersten Blick sagen, die Anmutung ist schon krass. Das ist wirklich ein großes Produkt. Wir haben hier so zwei Griffe. Okay, man merkt auf jeden Fall, die Seite hier ist deutlich schwerer. Hier wird der Kompressor drin sitzen, also das ganze Kältesystem für eben diesen Kühlschrank. Und hier ist ja wirklich mehr so der Staufach. Wir haben hier vorne ein kleines Display. Da mache ich mal hier diese Folie ab. Und hier dann, wie gesagt, die Öffnung für den Kühlschrank. Schauen wir auch direkt mal rein. Wenn wir hier, den kann man so aufziehen. Und der bleibt dann hier ganz gut offen. Ja, was haben wir hier? Wir haben im Prinzip hier so eine kleine Liste hier oben und hier sehen wir nochmal die Spezifikationen, nämlich 33 Liter Fassungsvermögen hat dieser Kühlschrank hier und bei einer, wie gesagt, 12 Volt Spannung, die er braucht, um zu arbeiten. Im Kühlschrank selbst finden wir eigentlich eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier die Kabel, die dazugehören, denn der muss ja, wie gesagt, bestromt werden. Das ist hier das Stromkabel mit dem Einlass für das Gerät. Und wir haben hier solche Polster mit einem 3M-Klebeband hinten dran. Die sind dafür da, dass wir den Kofferraumboden anheben müssen, um eine Abluftöffnung zu schaffen. Das Volumen hiervon ist unfassbar krass. Also das ist wirklich extrem viel. Ihr könnt ja mal hier reinschauen. Hier ist so viel Platz drin, um euer Zeug hier reinzuschmeißen. Und diese riesige Cooling Unit hier neben ist ja im Prinzip auch eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass das Ding wirklich so kalt wird, wie die es gesagt haben. Ich würde auch sagen, wir fackeln nicht lange, sondern installieren das Ding mal direkt. Das hört sich schon mal gut an. Ja, schauen wir mal, wo der Stromanschluss ist. Ich habe jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, ihr kennt mich, auch wirklich nicht unbedingt Lust, mir jetzt hier die Anleitung durchzuwühlen. Deswegen mache ich das alles so ein bisschen freie Hand. Und habe schon gemerkt, dass hier unten ein Anschluss ist. Auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass der Anschluss rechts ist, aber der im Auto links. Aber gut, soll so sein. Naja, ich würde sagen, wir packen den mal hier
runter und dann kommt ihr im Prinzip hier in das vorhergesehene Loch dafür. Bevor ich den Kühlschrank jetzt hier einsetze, werde ich den natürlich erstmal anschließen. Kabel ist drin und jetzt geht es halt ein bisschen auch ums Kabelmanagement, zu gucken, wie ihr den am besten platziert. Ich lasse den einfach mal hier in den Boden ein und lege dann das Kabel rum. Okay, und dann lege ich das Kabel einfach mal hier so entlang. Und das kommt dann im Prinzip hier ganz normal in den Zigarettenanzünder rein, den wir hier haben. Ich stöpsel das ganze Ding hier mal ein. Wir hören auch schon einen Piepton und er ist im Prinzip schon an. Er zeigt uns hier auf jeden Fall jetzt schon mal 15,4 Volt Eingangsspannung und 21 Grad Temperatur hier im Innenraum. Wir wollen das Ding aber natürlich super, super kalt haben. Ich habe ihn ja jetzt angeschaltet und er soll jetzt auf minus 22 Grad runterkühlen. Er ist auch an, also man hört es ganz leicht. Hier hinten merkt man so die Luft, wie sie hier rauskommt. Das heißt, er arbeitet jetzt. Ich habe ihn mal auf maximale Kühlleistung gestellt und lasse den jetzt natürlich dann auch heute erstmal arbeiten. Und ja, wenn wir hier Strom dran haben, sehen wir auch hier drin ist ein Licht verbaut. Das ist also alles wunderbar. Und genau, lassen wir den erstmal schaffen. Um natürlich auch gute Ergebnisse zu bekommen, habe ich hier so ein Thermometer. Ihr seht, 20,8 Grad haben wir es aktuell. Und ich lege den dann einfach auch mal hier rein. Das Ding wird dann also hier heute drin rumfahren. Ich lege den vielleicht mal hier auf so ein Tuch, dass das jetzt hier nicht so über den harten Boden rutscht. Und damit messen wir dann natürlich auch die Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Selbstverständlich ist es ein bisschen unpraktisch, wenn man immer den Kofferraumboden hochheben muss, um dort etwas einzustellen zum Beispiel oder was zu überprüfen. Deswegen gibt es hier am User Manual vorne direkt einen QR-Code. Den könnt ihr scannen und dort kommt ihr in die App rein. Der hat nämlich eine eigene App, mit der ihr diesen Kühlschrank bedienen könnt. Und ich lade die jetzt mal gerade hier runter für iOS. Die heißt, ihr seht es auch hier, Car Refrigerator. Die lade ich mir jetzt einfach mal runter und guck mal, wie das funktioniert, ob der sich schnell verbindet. Das Bluetooth-Symbol habe ich auf dem Kühlschrank schon gesehen, das heißt, es müsste eigentlich sofort klappen. Und die App ist auch sofort runtergeladen. Ich erlaube mal hier die Verbindung. Hier sehen wir jetzt im Prinzip auch schon den Kühlschrank, den wir haben wollen. Wir drücken einfach mal auf Connect, er piepst und ja, gut, damit haben wir den verbunden. Es gibt in dieser App dann auch die Funktion, sagen wir mal, die Temperaturen auszuwählen und auch ganz schön hier dabei geschrieben, eben für was für einem Level ihr hier euch aufhaltet, um eben Sachen reinzulegen. Wir haben ganz oben hier ein Getränk, ich fahre mal hier hoch, da sind wir bei 6 Grad, bei Obst und Gemüse bei ungefähr minus 1, minus 2 Grad, bei Tiefkühlgarnelen zum Beispiel, also Fleisch und andere Tiefkühlprodukte minus 11 und Eis bei minus 16. Ich will aber natürlich nicht nur etwas, sondern ich will alles haben. Deswegen minus 22 Grad und wir lassen das Ding jetzt richtig brutal runterkühlen. Ich will nämlich hier auch wissen, wie er denn wirklich funktioniert und ob er das auch hält, was er verspricht. Ansonsten gibt es hier in der App keine großen Sachen, die man machen kann. Wir können uns hier noch gerade die Einstellungen ändern. Working Mode haben wir hier einen Eco- und einen Fast Cooling Modus, den wir uns auswählen können. Temperatur in Celsius ist natürlich klar. Wir können uns auch hier die Spannungen anzeigen lassen. Der läuft jetzt auf Low Level. Was passiert denn, wenn ich ihn auf High Level setze? Zieht er dann mehr Strom oder wie? Also es scheint so, dass man wohl hier dann auch irgendwie etwas mehr Strom ziehen kann oder etwas weniger Strom ziehen kann. Ich weiß nicht, inwieweit sich das widerspricht, weil wir haben ja den Kühlungsmodus auf High und dann den Strommodus auf Low. Macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, deswegen habe ich das alles mal auf High gesetzt. Der soll ja jetzt richtig auch ziehen. Tja, und jetzt geht es im Prinzip darum, diesen Kühlschrank erst einmal arbeiten zu lassen, denn das dauert natürlich diesen ganzen Prozess eben, damit der auch wirklich runterkühlt. Wir haben es jetzt 10 Uhr in der Früh. Heute wird ein warmer Tag. Ich lasse das Ding jetzt erst einmal ordentlich arbeiten für ein paar Stunden, fahre jetzt aber trotzdem mal in den Supermarkt und kaufe mal so kleine Eispäckchen. Solche, ihr kennt die, diese Stielwassereis, die man einfrieren kann zu Hause, weil ich natürlich testen will, ob die denn auch gefrieren. Und im besten Falle wären die vielleicht heute Abend oder morgen früh dann gefroren. Ich habe heute Nachtdienst, das heißt aller spätestens morgen
morgen früh checke ich das auch nochmal gegen. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt erst einmal arbeiten. Ich glaube, mit diesem hohen Volumen dauert es schon sehr, sehr lange, bis da wirklich mal eine Gefrierleistung eintritt, eben um den auch überhaupt mal runterzukühlen. Das wird mit Sicherheit einige Zeit dauern. Aber wie gesagt, wir lassen ihn jetzt mal arbeiten und ich mache mich auf den Weg in den Supermarkt, befülle das Ding und dann gucken wir einfach nochmal rein, wie es danach aussieht. Es sind gerade mal 15 Minuten vergangen, 10 nach 10 habe ich den angeschlossen und ich habe den jetzt mal gerade hier aufgemacht und der ist hier sowas von kalt, das ist unglaublich, der ist so, oh, seht ihr das hier, hier ist schon Eis, nach 15 Minuten ist hier Eis an der Wand, okay, das ist krass. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Ich war gerade hier bei Netto und habe mir zwei Packungen von diesem Wassereis gekauft und einen Kühlakku, beziehungsweise zwei Kühlakkus, weil ich natürlich auch mal testen will, ob die dann auch wirklich ihre Kälte halten. Und daran kann man es halt auch ganz gut feststellen. Und ja, genau, ich schmeiße das jetzt einfach mal alles da lose rein. Dann fahre ich mal durch die Gegend, fahre nach Hause und dann verbringe ich eh den Tag daheim, weil ich Nachtdienst habe. Und dann gucken wir mal, wie es heute Abend dann aussieht, beziehungsweise morgen früh. Wir haben es jetzt 10.44 Uhr. Der Kühlschrank läuft also jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Er zeigt hier schon mal minus 6 Grad Celsius an und im Innenbereich minus 1,6. Also es unterscheidet sich wieder etwas. Ich würde sagen, wir schmeißen jetzt mal die Eisdinger hier rein. So. Ich denke, ja, die sind ja gut verschweißt. Die kann man dann auch so einzeln reinkippen. Ich bin echt mal gespannt. Also wer das Video gesehen hat von dem anderen Kühlschrank hier an der Seite, der da, oh, jetzt geht das nicht auf, da ist es ja so, der sagt zwar minus 5 Grad Celsius, aber der erreicht keine Minusgrade. Also jedenfalls die Innenraumtemperatur ist nicht im Minusbereich. Die Getränke darin frieren nicht ein. Obwohl ich immer auf kältester Stufe minus 5 laufen lasse, aber die Getränke frieren nicht ein. Das ist da normal. Hier bin ich mal gespannt, weil er ja wie gesagt damit wirbt, dass man auch gefrorene Sachen und Eis transportieren kann. Deswegen schmeiße ich den Kram jetzt mal da rein. Und dann müsst ihr euch mal vor Augen führen. Wir haben hier einen 12-Volt-Anschluss im Auto. Der zieht hier 14,8 Volt gerade. Und da ist ein Gefrierfach im Auto. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ein Gefrierfach. Wenn ihr übrigens wollt, dass das durchgängig arbeitet und läuft, müsst ihr natürlich wie beim anderen Kühlschrank auch immer den Wächtermodus einschalten. Nur so kann er sich die Energie ziehen, die er ja benötigt. Denn wenn der Wächtermodus aus ist, wird das Fahrzeug irgendwann natürlich keine Stromversorgung mehr bereitstellen und dann würde der Kram wieder auftauen. Deswegen, wenn ihr im Sommer unterwegs seid und ihr habt den dabei, immer Wächtermodus ein. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir das Experiment und rein mit dem Eis und die Kühlboxen dann auch. So, jetzt verteilen wir das mal hier so ein bisschen. Wir können auch eigentlich diese Matte jetzt hier rausnehmen. Die war ja nur für dieses Ding hier gedacht. Und ja, das lassen wir jetzt mal schön hier auf dem Boden liegen und gucken mal, ob es gefriert und was hier passieren wird. Reden wir doch jetzt einmal über das Geschäftliche, was nämlich auch dieses kleine Extra-Bonus-Ding angeht, was ich eben mal angeteasert habe. Wir haben letztes Jahr bei der Kühlschrank-Aktion, als ich den in der Seite vorgestellt habe, eine Aktion gemacht. Da haben wir gesagt, jeder, der den Kühlschrank bestellt, bekommt ein gratis Getränkepaket obendrauf. Mit euren Lieblingsgetränken, die ihr euch dann von Amazon aussuchen könnt. Mal also so eine Stiege mit 24 Dosen. Entweder jetzt Cola, Red Bull, Fanta, Eistee, Bier, whatever. Da könnt ihr euch einfach etwas aussuchen und bekommt, wie gesagt, zum Kauf des Kühlschranks eine Stiege mit euren Lieblingsgetränken dazu. Und dieses Jahr, würde ich sagen, machen wir es nämlich genauso in einer kleinen Sommeraktion. Die gilt bis hier zum unten eingeblendeten Datum. Und da gilt es wie folgt, wenn ihr euch einen Kühlschrank kauft, könnt ihr den Code MOEWE5 nutzen, wie immer bei Testlabs, dann bekommt ihr 5% Rabatt, was bei dem Kühlschrank natürlich auch schon mal ein paar Euro sind. Und zusätzlich bekommt ihr
für den Kauf eines Kühlschranks, entweder für den unten im Subtrunk, den ich euch jetzt gezeigt habe, oder aber auch der Kühlschrank, der an der Seite ist, also auch wenn ihr den kaufen solltet, dann könnt ihr wieder eine Getränkepalette gratis bekommen. Einmal 24 Dosen eures Lieblingsgetränkes zum Mitnehmen einfach mit in den Warenkorb, beziehungsweise ihr schreibt dann nach dem Kauf bei Testlabs einfach an support@testlabs.de eine kurze E-Mail und bekommt dann euer Getränkepaket nach Hause geliefert. Ist eine geile Aktion, haben letztes Jahr schon viele Leute gefeiert und fanden die auch cool. Und ich denke, es ist auch einfach was schön Witziges, weil ihr dann eben so eine Art Starterpaket für euren Kühlschrank bekommt. Deswegen, wer im Aktionszeitraum bestellt, egal welcher Kühlschrank, ob jetzt der Subtrunk oder an der Seite im Kofferraum, der bekommt ein Getränkepaket umsonst obendrauf plus die 5% Rabatt mit Möwe5. Es sind nun fast 2 Stunden vergangen seit dem Start. Ich bin jetzt zu Hause und würde sagen, wir nehmen nochmal ein Zwischenfazit. Wir sind hier laut Monitor bei minus 10 Grad, innen drin bei minus 6,8. Das Eis ist natürlich noch flüssig, das ist klar. So schnell gefriert das nicht. Die Kühlboxen auch. Aber man sieht schon hier, es bildet sich hier tatsächlich schon überall Eis an den Seiten, ne? Also das ist schon echt erstaunlich. Gut, ich würde sagen, wir lassen es weiter zu und arbeiten und sehen uns dann heute Abend nochmal rein. Wir haben es jetzt 20.45 Uhr, es sind also jetzt etwas mehr als 10 Stunden vergangen und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch einmal in den Kofferraum rein, in den Gefrierschrank, Kühlschrank, was da denn genau los ist und wie die Lage ist. So, völlig uncut, schauen wir jetzt einfach mal hier rein. Er zeigt an, minus 13 Grad, minus 14 Grad. Okay, gut. Innen drin ist ja auch noch ein Thermometer und da gucken wir jetzt auch mal rein. Also, wir haben hier minus 10,9 Grad und es ist gefroren. Manche sind gefroren, manche noch nicht. Aber alles in allem, hier ist eins gefroren, hier ist eins gefroren, hier ist eins gefroren, hier ist eins gefroren. Also wir haben schon mal 4, die komplett, 5, die komplett gefroren sind, 6. Also ja, hin und wieder mal welche nicht. Hier ist noch flüssig, aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt friert. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr kalt hier drin. Ich kann auch hier das Eis kratzen, ne? Und ihr seht, wie gesagt, das ist Eis. Im Auto Eis. Das ist wirklich absolut phänomenal. Selbst minus 10 Grad, minus 11 Grad, da hat er meine Erwartungen übertroffen, weil minus 22 ist halt einfach sehr, sehr viel. Aber auch minus 10 ist schon extrem und es ist so kalt. Ich kann kaum meine Hände hier dran halten. Es ist wirklich krass. Ist kalt. Wirklich kalt. Ich kann es wirklich nur so sagen, es ist ein unfassbar krasses Produkt. Minus 10 Grad, minus 11 Grad in einem Auto von einem 12 Volt Stecker, das ist der absolute Wahnsinn, dass sowas funktioniert. Ihr habt eine fahrende Gefriertruhe, ihr könnt euch Eis kaufen, also vor allen Dingen schon vorgefrorenes, könnt es da reinlegen, es wird nicht schmelzen, ihr könnt es damit durch die Gegend fahren, transportieren riesige Mengen Grillfleisch, Getränke, whatever. Ihr könnt da ja alles reinlegen, was ihr wollt, das so temperieren, wie ihr es möchtet, ist einfach nur grandios, muss ich wirklich ganz klar so sagen. Wenn das jetzt ein Produkt ist, wo ihr sagt, das ist für mich interessant, das ist was, was ich mir kaufen würde und mir ins Auto legen würde, denkt dran, der Sommer kommt, die Ferien kommen, die Fahrten in den Urlaub kommen, dann schaut euch dieses Produkt mal bei Testlabs an. Wie gesagt, mit Möwe5 bekommt ihr 5% Rabatt auf den Kauf und zusätzlich noch einmal ein Getränkepaket eurer Wahl gratis on top, damit ihr das Ding schon mal vorfüllen könnt und immer ein kaltes Getränk dabei habt. Ich finde es auf jeden Fall mega gut. Es ist natürlich ein riesiges Ding. Es geht Stauraum verloren, das muss man ganz klar so sagen. Der in der Seite ist dann doch etwas effektiver, was die Stauraumverteilung angeht. Aber was das Ding kann, wirklich abliefert, ist phänomenal. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, greift jetzt zu und bestellt euch das Ding. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und bald auch einen Kühlschrank im Auto habt. Wenn ihr sagt, ihr hättet es gerne etwas kleiner, schaut euch mal den in der Seite für den Kofferraum an. Der ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen sehr interessant.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bei Fragen oder sonstigen Sachen gerne in die Kommentare. Ich beantworte alles so gut ich kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Macht's gut, bis dahin und tschüss.